Ich möchte etwas über die islamistische Umtriebe in der Türkei erzählen. In der Türkei, der Erdogan hatte eine Top-Berater. Der Mann heißt Adnan Tanrıverdi. Dieser Adnan Tanrıverdi ist türkischer Offizier gewesen. Wegen seiner islamistischen Gesinnung ist von der Armee entlassen und Erdogan hat ihn als Top-Berater und hat eine Firma gegründet, die heißt Sadat. Sie können auf Deutsch im Internet lesen, was für eine Organisation das ist. Diese Organisation will weltweit, nicht nur in der Türkei, eine Islamarmee bauen und ganzes Welt Schariat verbreiten. Und die hatten vor zwei Jahren einen Kongress und da hat der Diyanet-Vorsitzende auch eine Rede gehalten, obwohl ein Kongress über Bewaffnung von Muslimen war. Was hat Diyanet als religiöse Behörde mit Verteidigung und Waffen? Aber für dem ist alles egal. Und da hat eine Rede gehalten und da hat gesagt, wir müssen Muslime uns bewaffnen und so weiter. Da hat auch Folgendes gesagt, wir haben bis jetzt 11.000 Leute in ganzer Welt ausgebildet, von 110 Ländern. Dann haben sie verschiedene Kongresse gemacht. Ein Kongress für die Karibik und Lateinamerika-Muslime. Ein Kongress für Ozeanien und Asien-Muslime. Ein Kongress für die Europa-Muslime. Ein Kongress für die Muslime in Minderheit. Ein Kongress für die asiatische Muslime und so weiter. Und da haben sie gesagt, wir müssen, sie haben auch eine Verfassung für die Türkei. Und sie sagen, da muss Schariat herrschen. Alle Gesetze müssen ihre Macht von Schariat haben. Natürlich für die Nicht-Muslime, sie dürfen in ihrer Essgelegenheit und so weiter nicht Schariat folgen, aber sonst auch müssen sie Schariat folgen. Und für die Muslime natürlich gilt Schariat. Das ist schwarz auf weiß auf dem Kongress. Und, da war, und dieser Kongress, wer hat das Eröffnungsrede gehalten? Der gute Demokrat und Freund von Frau Merkel, Herr Erdogan, hat die Eröffnungsrede. Und dann hat dieser Sadat-General, dieser Adnan Tanrıverdi gesprochen. Und dann hat Diyanet. Und da waren auch einige Bürgermeister von Stadtteilen von Istanbul. Was hat Bürgermeister mit Waffen und so? Da können Sie vorstellen. Und dieser Sadat ist aktiv in Libyen. Und sie haben nach Libyen, man sagt 4.000, 5.000 syrische Söldner, Islamisten geschickt, damit sie dort die Regierung von Herrn Sarraç, die nur Tripoli beherrscht, weil 80-85% von Libyen wird von General Haftar kontrolliert. Und was Erdogan hilft, ist nur Tripoli und das nicht ganz Tripoli, Stadtteile. Und diese Söldner sind da, ich habe gestern gelesen, 117 von diesen Söldner sind getötet worden. Wo habe ich das gelesen? Ich habe das gelesen, es gibt in England, in Coventry, einen Mann, der heißt Rami Abdurrahman. Und dieser Rami Abdurrahman war in den letzten 8 Jahren der Quelle von allen westlichen Journalisten und Fernsehen über Syrien. Das heißt, ist nicht pro-syrisch oder so. Auf dieser Seite, da gibt es auch auf Englisch, man kann das lesen, was ich gesagt habe, 117. Und wie ist bekannt, wer hilft General Haftar? Erstmal unsere gute Freunde Frankreich. Dann auch unsere gute Freunde Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate und Ägypten. Und wer hilft der Gegenseite, Sarraç, der hilft vielleicht Italien und Erdogan. Und natürlich, da gibt es eine große Stadt, sehr wichtige Stadt, Katar. Die sind die Leute, die... Und diese Katar und Türkei, was verbindet Katar und Türkei? Die sind beide Muslimbrüder.
Das ist ihre Beziehung. Und diese Sadat-Organisation ist aktiv. Und die sind viele türkische Soldaten auch da getötet worden. Da ist eine türkische Oberst zum Beispiel da getötet wurde. Aber sie haben ihn heimlich begraben. Normalerweise in der Türkei machen für gestorbene Soldaten tralala, große Martyrer und so weiter. Obwohl der Mann Oberst war, sie haben ihn heimlich. Und die Journalisten, die das erzählt haben, sind im Gefängnis jetzt. Weil sowas musste man nicht... oder vielleicht die waren Geheimdienste und so weiter. Und wie Sie wissen, da war in Berlin eine Konferenz mit Frau Merkel, Herr Macron, Putin und Erdogan und so weiter und so weiter. Die sollte in Libyen Frieden geben. Und nach dieser Konferenz, die Türken wollten Waffen nach Libyen bringen. Und ein türkisches Schiff ist in Genua in Italien verhaftet worden. Da sind türkische Offiziere drin und mit den Waffen und so weiter. Sie wollten heimlich gehen, aber die französische Seekräfte haben sie entdeckt und nach Genua gebracht. Die kann man lesen. Dann ich möchte noch über eine andere Organisation, die Erdogan unterstützt. Das ist die sogenannte IHH, Islamische Menschenrechtsverein. Dieser Verein hatte ihre Unwesen auch in Deutschland. Und die ist die Organisation, die ein Marmara-Schiff gegen Israel schickte. Und die Israelis haben nicht erlaubt, deswegen sind einige Leute getötet. Übrigens, diese IHH ist in Deutschland 2010 verboten worden. Obwohl der türkische Fernsehen in Deutschland jeden Tag Werbung für diese IHH macht und Spenden sammelt für diese Organisation. Hier, man kann in alle türkischen Kanäle sehen, dass sie Werbung macht und sammelt. Das heißt, Sadat ist eine Bewaffnete und die andere IHH eigentlich als Menschenrecht, aber die sind beide eigentlich islamistische Muslimbruder-Organisationen. Und viele Muslimbrüder, die von Ägypten geflohen sind, die sind in der Türkei. Von Saudi-Arabien Geflüchtete sind in der Türkei. Bekanntlich eine Journalist, die Muslimbrüder unterstützte und Saudi war, lange Zeit mit saudischem Geheimdienst war, ist in Istanbul von Saudis getötet worden und in Säure seine Leiche verschwindet wurde. Der war ein Freund von Erdogan gewesen. Er wollte Erdogan besuchen, aber die Saudis haben ihn getötet. Und diese Muslimbrüder sind in den 1920er Jahren gegründet. Später von dieser ist Al-Qaida, das heißt Osama bin Laden Organisation, entstanden und später IS und dann in Nigeria Boko Haram und ähnliche so weiter. Das ist, was ich über diese beiden Organisationen sagen würde. Und im Internet kann man die Seiten von auf Deutsch auch diese Leute zeigen. Der General Haftar hat ein Video gemacht und er hat Dschihad erklärt gegen Erdogan. Sagt, alle libysche Männer, Frauen, Kinder, der Mann will wieder hier Osmanische Reich, wie seine Vorfahren hier uns kolonisieren und wir sind bereit, gegen ihn zu kämpfen. Und wir sind Muslim, wir sind in Islam Bruder mit der türkischen Bevölkerung, aber die türkische Bevölkerung soll aufstehen gegen diesen Mann, weil er will der türkische Armee auch kaputt machen, weil wir werden sie töten. Und der Mann hat nicht nur gegen Libyen, sondern er will von Marokko bis Irak alle arabischen Länder, weil der Mann denkt, als osmanische Erbe muss ich alle diese Länder wieder haben. Für die Leute, die nicht wissen, die arabischen Länder, die waren nicht europäische Kolonien, sondern die waren osmanische Kolonien. Weil manchmal, ich höre, viele Deutsche erzählen mir,
weil diese arabisch-islamische Länder sind von Europäern so schlecht behandelt wurden und deswegen sie haben einen Hass und Wut und so weiter. Deswegen unterstützen diese Regierung. Dabei, diese Länder waren lange Zeit osmanische Kolonien und die osmanischen Kolonisatoren haben da nie gut etwas gemacht. Das haben sie, die Länder, die sind arm geblieben. Zum Beispiel Syrien und Irak. Die waren bis 1918 osmanische Kolonie gewesen. Über diese möchte ich noch etwas. Da gibt es eine berühmte deutsche jüdische Abstammung. Der Herr heißt von Oppenheim. Der ist, bestimmt Sie kennen, der Bank Saul Oppenheim. Und er kommt von dieser Familie. Und dieser gute Herr war deutscher Diplomat, kaiserlicher deutscher Diplomat, geht nach Ägypten, verkleidet sich wie Araber und sagt, wenn wir England und Frankreich besiegen möchten, dann müssen wir Dschihad erklären. Wenn wir Dschihad erklären, dann die muslimischen Soldaten von England und Frankreich werden gegen ihre Armee kämpfen und werden sie besiegen. Und er nennt sich Abu Dschihad, diese von Oppenheim, und der hat in Syrien als Archäologe gearbeitet, aber bekanntlich die Deutschen waren nie erfolgreiche Kolonisatoren. Der trifft der Sohn von der Mekka-Scherif, das heißt der König von Scherif, Hussein, und schenkt ihm ein sehr schönes Schwert von Kaiser Wilhelm. Aber der Sohn von Scherif von Mekka schenkt dieses Schwert zu wem? Zu Lawrence of Arabia. Also schiefgegangen. Und dieser von Oppenheim hatte sein Büro in Berlin. Wo denn? In KDW. So. Und nachdem diese ganze, und die hatten auch eine Zeitung in osmanischer Sprache in Berlin, die hieß Dschihad. So, man kann im Internet gucken, so, diese Berliner Dschihad-Zeitung. Und der Mann ist später nach Deutschland gekommen, während der Nazi-Zeit, obwohl er Jude war, ist ihm nicht passiert. 1945 ist er in Verkehrsunfall gestorben, der von Oppenheim. Und in dieser Zeit, als er Dschihad erklärte, da gab es auch einen niederländischen Orientalist. Er hat Folgendes gesagt: Dieser Plan wird schief gehen. Kein Muslim, französischer oder englischer Soldat wird gegen die Regierung kämpfen. Sie werden weiter brav für England und Frankreich, aber die Türkei wird ihre Christen töten. Das ist die Dschihad von euch. Und so ist das passiert, dass in der Türkei der Genozid von Christen, etwa 300.000, 400.000 von meinen Leuten, 1,5 Millionen Armenier und 1 Million Pontus-Griechen getötet wurden und die Türkei entchristianisiert wurde. Das war Leistung von diesem Herr von Oppenheim. Und das ist noch auch komisch. Er war Diplomat, aber da er Jude war, wollten ihn nicht bessere Position bringen. Er sagt, ja, der soll sein Unwesen machen, aber er ist Jude, muss man vorsichtig sein. Trotzdem, er hat das. Und deswegen diese unselige Tradition dauert noch. Zum Beispiel Adenauer hat von Ägypten geflüchtete Muslimbrüder nach München geholt und zum Beispiel der Begründer der türkischen islamistischen Partei, Erbakan, hat in München Maschinenbau studiert. Er ist sogar Professor der Maschinenbau und deswegen ist diese unselige Tradition leider dauert immer noch. Und wenn ich deutsche Fernsehen schaue und wie sie die Islamisten schön reden, dann sehe ich das. Aber im arabischen Raum, jetzt die Türkei hat nur einen Freund. Das ist Katar, sonst niemand. Ägypten, sowieso, da waren Muslimbrüder, die sind gestürzt.
und Erdogan schimpft Sisi und so weiter. Da gab noch eine islamistische Muslimbruderregierung in Sudan. Die Bevölkerung hat revoltiert und der Muslimbruderleader Bashir ist gestürzt und als Kriegsverbrecher, weil er hatte Genozid gegen schwarze Muslime in Darfur gemacht. Die wird nach Den Haag gebracht und Prozess gemacht werden. Und die Regierung in Sudan akzeptierte, dass er nach Den Haag kommt. Das heißt, die ganze Muslimbruder-Beziehung von Erdogan, die wird auch pleite gehen. Das ist auch abgesehen, dass scheußlich und kriminell ist. Die wird auch keinen Erfolg bringen, auch für die Deutschen nicht, auch wenn sie das helfen. Bashar Assad ist Alevi, ist ein netter Kerl, er redet höflich. Aber Haftar ist Sunnit, der spricht die gleiche Sprache wie Assad, wie Erdogan. Er sagt, der ist verrückt, Abenteurer, Verräter, islamfeindlich und wir werden ihn vernichten. Und das ist mit türkischen Untertiteln. Wer hat diese Video veröffentlicht? Saudi-Arabien. Und noch dazu, Dienstag. Haftar hat diplomatische Beziehungen mit Damaskus, hat die Botschafter geöffnet. Aber wer hat die beiden zusammengebracht? Ich habe heute etwas gelesen, der ägyptische Geheimdienst. Weil Ägypter haben nie gegen Syrien, wegen Angst vor Amerika, haben nicht öffentlich, weil sie brauchen Geld von Saudis. Aber es ist klar, das sind auch säkulär, sagen wir, diktatorisch und so. Das. Aber die Deutschen, die zum Beispiel in amerikanischer Presse, in englischer Presse, man kann mehr erfahren. Die deutsche Presse ist total so. Ich habe heute gehört, dass, ich weiß nicht, wie es stimmt, dass in Saudi-Arabien einige Prinzen getötet wurden. Von Mohammed bin Salman. Du kennst Mohammed bin Salman, ja? Der ist, ich weiß nicht, wie es ihn zu schätzen. Weil der Mann ist, erstmal ist jung. Vor einer Woche, als der Krieg ganz wild in Syrien wühlte, sind zwei russische Kriegsschiffe durch Bosphorus Richtung Mittelmeer gefahren. Eine heißt Admiral Makarov und der andere heißt Admiral Gregorovic. Und diese beiden Herren, eine hat die türkische Marine vernichtet, der andere hat 1876 gegen Osmanen gekämpft. Das ist eine Symbole. Und außerdem, als Erdogan in Moskau war, im Hintergrund war Statue von Katharina die Große und Kämpfer von Balkankrieg. Das die Türkei verloren und dadurch Bulgarien unabhängig wurde. Also die Russen sind nicht Westeuropäer. Man kann über sie schimpfen, man kann sagen, sie sind nicht Demokraten. Mit Sicherheit, ich glaube nicht, dass Herr Putin ein Demokrat ist, aber sie verstehen die Sprache von Erdogan. Und trotz dieser Schiffe in der Türkei gab es keinen Protest. Sie könnten auch nicht protestieren, weil laut internationalem Gesetz Bosporus ist frei für Verkehr und so weiter und die müssen das halten. Und zweitens in Moskau bei der Treff auch, da war kleinlaut und nachdem der Abkommen fertig war, die türkische Delegation war da, Generalstabschef und Außenminister und etwa 10 Minister. Der Putin macht so zu der türkischen Delegation alle kommen, zu ihm. Und der Erdogan ist so durcheinander, er gratuliert Lavrov und Handshake und dann macht Handshake mit seinem Außenminister Çavuşoğlu auch. Und das ist vor Kamera.
So, deswegen seine ganze Großmann-Gehabe ist da eigentlich zunichte geworden. Und die türkische Öffentlichkeit natürlich sieht das, weil du kannst das nicht verstecken. Es ist ganz klar. Und in seiner Rede sagt noch was, die türkisch-russische Beziehungen sind am höchsten heute. Militärisch, wirtschaftlich und in jeder Hinsicht. Und die Türken sagen, wer hat unsere 34 Soldaten getötet? Warum hat er nicht gefragt? So, aber das ist die Wahrheit. Und deswegen, man muss mit diesen Flüchtlingen, wie soll ich sagen, als Zockmittel zu benutzen, man soll ganz hart Nein sagen, der wird nichts machen. Aber wenn sie irgendwie weiß, und ich sehe, ich höre hier Demonstrationen von Grünen und Linke, sollen Flüchtlinge und so weiter kommen, dann wird ermutigt, seine Blödheiten weiterzumachen. Ich habe heute gelesen, ein Anhänger von ihm sagt, wir sind für freie Reise, wenn die Leute reisen wollen, wir können sie nicht hindern. Wo gibt es ein Gesetz, der sagt, jeder Mann, der über meine Grenze kommt, ich muss ihn erlauben zu kommen und ohne Papiere, ohne Pass. Aber der Mann sagt das, weil er erwartet, dass die Deutschen und Europäer schwach werden. Und ich hoffe nicht, dass sie so schwach werden.